Willkommen zurück bei Night in the Woods und wir sind direkt auf dem Weg zur Kirche hoch und boah, es fällt mir erst jetzt auf, dass ich das beim letzten Spieltag vergessen habe, dass wir uns das auch anschauen. Ich war irgendwie auch so abgelenkt vom Tunnel. Ich glaube, bevor ich in den Tunnel gegangen bin, habe ich nämlich noch dran gedacht, dass man zur Kirche hochgehen könnte. Und dann waren wir dort und dann habe ich alles vergessen. Dann wollte ich so dringend zum Friedhof. Hoi, 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 hoi. Aber schauen wir mal, ob sich hier was tut. Okay, gehen wir mal hier rein. Und schauen, ob wir hier irgendwen treffen. Wenn nicht, gehen wir dann draußen nach rechts weiter. Ui, da tut sich ja tatsächlich was. Because there will be children here. And this is a historic church. That's half empty. That's your job to fix, not ours. The population drain in this region. You have to know this place will never be full again. We have the space, and we have people who need space. We have resources, and we have poverty. And not in some far-off place or some big city. Right here, right across the street. Kathy, it's our number one job right now to bring businesses into town. Businesses mean jobs, and jobs mean people. We have to do what we can to get the attention of the market. And having a half-dead church stacked full of bums... Thanks for your time. We'll see you for the vote tomorrow night. Thank you, Kate. You have a good heart, Kate. Thank you all for coming. Oh, sie setzt sich immer noch für Bruce ein. Also vor allem für Bruce, weil er hat ja kein Zuhause. Und die sind ja nicht so dafür. Reden wir mal mit ihr. Stressful day. Some days you need grace more than others. What's this all about, Bruce? It was. Is. Whatever. It's out of our hands now. But they're better hands than mine. Hmm. Anyway, how are you, May? Sounds serious. I guess. So, like, things have been rough lately. I can see that. What seems to be the trouble? I think I met God. What? It was a dream. I don't think it was a dream. It was a dream. But God talks to us that way, right? Sure. Can you tell me about it? I was in this desert, I was lying in the shade, it was like the shore. Boah, keine Ahnung, was das war. Es war eigentlich mehr schon sowas. I was in this desert. As far as I could see, were like all that was left of the world was bits of wood and sand. I was wandering through it, but I was like drawn to something. And I came up over this, what do you call a hill made of sand? A dune. Yeah, a dune. And there was God, just sitting there, up on another hill. Or dune, whatever. Just hanging out? Yeah. Seemed like they were really into just hanging out. Did they say anything? Yeah. They like didn't care. They were kind of a jerk. They like didn't care. They didn't care if you were there? No, I mean, they didn't care. In general. They went on and on about how annoyed they were. That people kept coming to them with questions and annoyed that anyone thought they were God to begin with. Well, I don't think that was God then. Why? If something tells you it isn't God, you should probably believe it. No, what I mean is that the thing we call God isn't God. It's just a thing, and it doesn't care. They kept talking about how nothing matters, this giant hole. How nothing matters, like the universe is ending, and everything is being forgotten. That sounds very lonely. Have you been feeling lonely lately? Yes. To be honest, eigentlich nicht. Wir haben ja Freunde zum Abhängen. No. No, I mean, I've got friends. I've been with them every day since I got home. Ja, eben. Ist ja voll cool. But, there's this deep down loneliness. Been there for years. Since, well, just been a long time. I've been there. I mean, I'm there all the time.
I think that's where, if we open ourselves up, God can enter our lives most effectively. I guess I don't think I believe in God anymore. I don't think I believe in God anymore. If you want the truth, I think everyone doesn't believe in God for at least a few minutes a day. Faith is a process. You have to keep getting up and choosing to go on. Do you really think there's a God? Like, literally someone up there listening? Is that something you completely believe? I don't know. On my best days, I think I do. But there are times where I don't. But you stand up there every Sunday and tell people you do. And even you're not sure. It's your job to believe. Well, I think it's more my job to serve others. But you're lying to people. How? You stand up there and tell people to believe in something you don't 100% believe in yourself. Maybe you're right, May. And maybe I should get up there every week and give some sort of tally of how much I believe that week. But who would that help? But you're a pastor. And you can't tell me whether or not God is up there? Whether anyone is watching? Anyone who gives a shit? No, but then what is the point of you? I have to go. Okay. Ja, May fordert gerade Glaube, Religion heraus. Ist auch sehr interessant, dass sie sich da gerade eben mit Pastor K in Anführungszeichen anlegt jetzt. Finde ich aber cool, dass dieses Gespräch existiert. Weil das sind schon Sachen, die kann man durchaus mal hinterfragen, beziehungsweise May fragt gerne so provokant und das finde ich super. Also nicht nur in diesem religiösen Kontext, sondern ja, wir kennen ja May, ne? Sie macht Sachen kaputt, sie fragt immer, ich sag jetzt mal blöd, aber eigentlich ist es total eine coole Sichtweise, so reinzufragen. Vor allem, wenn man überlegt, dass sie eigentlich schon erwachsen ist mit Anfang 20 und sie trotzdem noch so, ich sag jetzt mal naiv fragt, aber eigentlich auch nur, weil sie es interessiert. Und das finde ich sehr cool. Hey, hun. Are you still having headaches? Yeah, but being out and about helps. Fresh air. Thanks for visiting me here, hun. It brightens my day. Feels weird being here today. Like, there's so much empty space. Come on, Sunday. It's full then. I bet it is. So, haben wir auch nochmal mit Mutti geredet. Nachdem wir eigentlich so ein awkward Gespräch hatten in der Früh. Aber schön, dass wir sie mal auf der Arbeit besuchen. So, dann gehe ich jetzt hier noch raus. Und ich muss jetzt mal kurz auf den anderen Bildschirm spicken, wie weit mein Rendern ist, weil ich sollte vorher pausieren oder die Aufnahme stoppen, weil sonst habe ich hier ein bisschen ein Aufnahmeproblem. Ich darf das nicht vergessen. Haben wir das schon mal durchgelesen? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Bruce müsste ja hier irgendwo sein. Schauen wir mal, ob er da ist und ob wir ihn antreffen. Wir laufen. Da ist er ja. Hi. Hey, can you do me a favor? Sure. Can you tell Pastor Kate something for me? Sure. But don't tell her this till tomorrow. Can you do that? Sure. Tell her I said thank you. And I'm sorry I caused her trouble. But I'm not worth throwing away her job. She's the pastor after all. Folks need her. Why I'm telling her this? Are you? Yeah, das wollte ich gerade fragen. Die Vermutung hatte ich gerade. Yep. Gonna hop a train tonight. Headed east. Where will you go? I'm going home. Wow, really? Never gonna touch a bottle again. Never gonna lift a hand to no man again. Sit on my daughter's front porch. Watch my grandbabies play in the yard. They'll all be there. Gonna get off the train. My kids are gonna be there. They'll have a sign they made. Nothing fancy, poster boards and markers. Welcome home, Dad. And I'll be home. That sounds great, Bruce. Yep, yep. Thanks for talking to me. It was nice to get to know you. You too, Bruce. Gonna miss you.
well, we'll all meet again. I hope so. Hope's important. It's the last thing you got. You take care of yourself. You too, May. I'll be fine, you know. I'm an old hand at this. Maybe older than I should have ever got to. But I'll be fine. See you around, Bruce. Goodbye, May. So, sorry, da war kurz die Unterbrechung drin, weil das Video fertig gerendert hat. Nun denn, es geht weiter. Wir haben uns von Bruce verabschiedet. Er will Pastor Kay nicht länger eine Bürde sein und geht lieber. Ich frage mich halt, wie viel dran ist, was er uns gerade erzählt. Also ob er wirklich zu seiner Familie zurückgeht und dann bei Kindern, Enkelkindern ist. Oder ob er das nur erzählt, um jetzt May zu beruhigen. Oder wenn May das jetzt weiter erzählt, um alle zu beruhigen. Und ob er nicht einfach woanders hingeht und schaut, ob es besser wird. Werden wir wohl nicht erfahren. Und hier gibt es gerade auch nichts. Die Teens sind auch nicht da. Die hängen jetzt wahrscheinlich immer noch am Friedhof ab. Haben einen neuen Spot. Ja, auf jeden Fall ist eine interessante Entwicklung. Und ich meine, ich verstehe Bruce, dass er sagt, Pastor Kay ist so nett und setzt sich für ihn ein. Aber er will dann auch nicht, dass sie ihren Job dadurch verliert. Pastor Kay will aber schon gern was tun, weil es geht ja nicht nur um Bruce, sondern wie sie es dem Board da gerade gesagt hat, es geht einfach um viel mehr. Ums Generelle. Wenn andere Leute was haben und genug Ressourcen haben und dafür andere auf der Straße sind oder wenig Ressourcen, warum sich da nicht unterstützen? Also ich finde, da Pastor Kay hat einen sehr guten Ansatz, was das angeht, und immerhin ist es etwas, was man tun könnte, wenn man schon nicht irgendwie politisch groß die Welt verändern kann. Oder zumindest hier in dieser Stadt. Da ist ja ein kleiner Beitrag schon ein großer für eine einzelne Person, wenn man das so sagen kann. So, da steht jemand, den kann ich aber nicht ansprechen. Macht wohl die Kaffeepause hier. Dann gehen wir hier mal weiter. Wir schauen mal zu B rein. Sagen mal Hallo. Ich weiß gar nicht, was hier noch so los wäre. Weiß nicht, ob man mit ihr noch irgendwo hin kann heute oder... Also eigentlich gehen wir heute dann am besten gar nicht mit ihr. Also was heißt am besten? Wir waren jetzt schon mit ihr unterwegs und wir gehen sonst mal mit Angus oder Greg wieder. Ich könnte ja mal was mit Angus machen. Ich glaube, wir haben mit Angus noch gar nichts gemacht. Nur mit Bee und Greg. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht wisst ihr es besser als ich gerade. Aber ich glaube, ich würde dann was mit Angus machen, wenn er da ist. Hey, Bee. Hey. You're right. You seem down. Oh, it's nothing. Stuff. You wanna talk about it? Nah. Okay. What are you up to today? Wandering around town. Whatever you want to do. Wandering around town. Have fun. Sorry, Bee. Ich hänge sehr viel mit dir rum. Man merkt auch gar nicht, dass ich sie sehr präferiere. Aber ich mag Bee. Ja, ja. Aber schauen wir mal, ob jetzt Angus da ist. Dann würde ich sonst gern mit Angus abhängen. Die Partybahn, wo wir immer Bandprobe haben. Die Musik klingt gerade irgendwie spooky. Die hat aber nicht immer so geklungen, wenn wir durch die Stadt gehen, oder? Ich glaube nämlich nicht. Das finde ich nämlich gerade wirklich cool. Gefällt mir. So, ist Angus denn da? Ja, Angus ist da und wir reden ihn gleich mal an. Hey, May. Hey, dude. Totally, what's up? Nothing. You okay? Yep. Okay. Sorry, don't mind me. Oh, wir können gar nicht mit ihm abhängen. Ich überlege gerade, sind die Optionen jetzt weg, nachdem wir schon am Friedhof waren und wir hätten vorher, bevor wir uns für den Friedhof entschieden haben, für eins von den dreien entscheiden müssen und jetzt sind die Optionen weg. Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher, wie das funktioniert hat. Das könnte jetzt tatsächlich sein. Dann können wir leider nicht mit Angus abhängen. Schade. Aber dann schaue ich jetzt dann gleich mal zu Greg rüber und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht mit Greg abhängen, weil das war auch ganz cool mit ihm. So. Schauen wir mal noch bei denen rein. So, I says to her, Mabel, get off the dang table. And she goes, why don't you just climb up here with me? No way. It's true, we both dance on the table, nearly broke the damn thing.
Somehow I can't see it. Well, you had to be there. I really didn't. Fascinating. So, dann gehe ich jetzt zu Greg rein und ich würde aber sagen, wir machen hier einen Cliffhanger rein. Also ja, total der Cliffhanger. Wir machen den Cut hier rein. Ich beende die Episode und ihr seht dann in der nächsten Folge, mit wem ich abhänge. Es wird Greg sein. Und was wir mit Greg machen, falls die Option denn überhaupt da ist. Aber ich denke mal schon, weil wir haben ja die Nachricht von ihm bekommen, dass wir ja vorbeischauen dürfen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Episode. Sorry für den Cut dazwischen. Aber ja, war trotzdem wieder sehr cool. Wir haben das jetzt mit Bruce erfahren. Und wir schauen weiter, wie sich die Story entwickelt und sehen uns in der nächsten Episode. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das schaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.